Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Markus Baulich hier und neben mir sitzt der sensationelle, phänomenale, gut aussehende Multimillionenunternehmer Wladimir Simonow. Mit AP. Mit AP. Heute mit AP. Am Start. Und zwar möchten wir über ein geiles Thema sprechen, da sind wir eben drauf gekommen. Vielleicht. Durch zufällige private Begegnungen, die du hattest. Genau, durch zufällige private Begegnungen, die ich hatte, sind wir auf ein Thema gekommen. Und zwar, jeder Mensch lebt irgendwie so in seiner eigenen Blase, mit seinen eigenen Problemen, die er hat. In seiner Realität, kann man sagen. Oder in seiner Realität. Ja, also alles, was wir empfinden, ist real im Endeffekt. Ne? Leute, die dieses Buch zum Beispiel nicht kennen, die leben in einer Welt, in der Business vollkommen verwirrend und schwierig ist. Ne? Ja. So, dabei ist es mega einfach, wenn man das Buch mal gelesen hat. Genau. Du selber warst ja vorher schon Unternehmer. Also wann bist du Unternehmer? Ja. Ich bin seit 15 Jahren Unternehmer, kann man sagen. Davon 13 Jahre weg und 2 Jahre geil. Die 15 Jahre weg, sagst du. Was bedeutet weg? Naja, es bedeutet keine 6-stelligen Umsätze im Monat. Okay. Das ist so das Mindestlevel, glaube ich, ab dem man sagen kann, man ist wirklich Unternehmer und hat wirklich auch Impact auf die Menschen, weil vorher ist man einfach zu klein und verändert einfach gar nichts. Man hat zu wenige Kunden, man hat zu wenig Erfahrungen, man hat zu wenig Fachwissen, man hat kein Geld, um Werbung zu schalten. Also man bewegt gar nichts. Man ist einfach wie so eine Art Friseurladen, keine Ahnung, irgendwo in einem Ort, wo keine Leute Haare haben, wo Leute keine Haare haben. Ne? So, irgendwie sowas in die Richtung. Also niemand geht dahin. Man hat einfach so einen Laden und keiner geht hin. Jetzt warst du ja 15 Jahre lang noch nicht an dem Punkt, wo du 6-stellige Monatsumsätze gemacht hast. 13 Jahre. Du warst also auch dort in deiner eigenen Realität. Genau. Wie sah diese Realität aus? Weil es gibt ja sehr viele Menschen, die jetzt hier zuschauen, die machen vielleicht ihre 10, 12, 15.000 Euro Monatsumsatz oder vielleicht auch weniger. Und die haben ja auch eine Realität. Wie sah deine Realität aus zu diesem Zeitpunkt? Lange Jahre hat meine Realität folgendermaßen ausgeschaut. Ich habe gedacht, 100.000 Euro im Jahr zu verdienen, ist mega viel Geld. Ja. Und das ist so ein Riesenberg, den man klimmen muss und ich wusste nicht den Weg dahin. Also ich habe mir schon immer natürlich gewünscht, viel Geld zu haben, erfolgreich zu sein, einfach mir auch schöne Dinge leisten zu können und auch im Endeffekt ja auch mehr bewegen zu können in der Welt, weil nochmal, wenn du keine Kunden hast, bewegst du gar nichts. Ne? So, und unter 100.000 im Jahr hast du wirklich gar keine Kunden, du hast gar nichts. Du hast weder Geschäftsmodell, noch Marketing, noch kannst du verkaufen, noch hast du überhaupt ein Angebot, was irgendjemanden interessiert unterm Strich. Ne? Ja. Also, das muss man einfach einsehen. Und ich habe das nicht einsehen wollen und dachte, ich bin voll der Businessman und gehe mit ganz vielen Leuten Kaffee trinken. Ja? Shoutout an meine Kaffee-Bros, ja? So, mit denen man in irgendwelchen Gewerbeverbänden, Gewerbevereinen irgendwie frühstücken geht und Kaffee trinkt und über Synergien spricht und so ein Scheiß. Ja? Die Realität dieser Menschen ist, niemand macht Geld. Geld verdienen, Umsatz machen, ist mega kompliziert. Es ist irgendwie voll die spannende, große Welt. Und wenn man mal 100.000 macht im Jahr, hat man es geschafft. Und das ist wirklich, die wenigsten Menschen schaffen das. Niemand schafft das. Mhm. So, dieser Wohlstand, dieser Reichtum, der ist nur wenigen Menschen vorbehalten. Als normaler Mensch braucht man Jahrzehnte, um das zu schaffen. Und vor allem, wenn Leute Geld machen. Ja. Betrüger. Richtig. Ich hatte ganz viele Glaubenssätze, warum andere Menschen es schaffen und ich nicht. Und einer meiner beliebtesten Glaubenssätze war, ich bin einfach zu ehrlich. Ich bin einfach zu ehrlich, weil Verkaufen ist ja irgendwas mit Lügen, Betrügen. Man muss ja andere Leute überzeugen und man muss irgendwie, keine Ahnung, man muss ihnen was wegnehmen. Ja. Und deswegen vollkommen logisch, ich bin zu ehrlich, um anderen Leuten was zu verkaufen, weil Verkaufen ist ja was Negatives, ich will ja kein schlechter Mensch sein. Und deswegen bin ich einfach zu ehrlich für Erfolg. Mhm. Das war meine Realität. Ich habe es mir eingeredet. Die Wahrheit ist aber... Auch gewisse Sachen, man darf nicht jemanden zu einer Entscheidung... Genau, man darf nicht pressuren, also man darf nicht jemanden dazu drängen, eine Entscheidung zu treffen, weil das machen ja nur Drücker und Drücker sein ist schlecht und Verkaufen ist überhaupt ganz grundsätzlich voll schlecht. Ist aber ganz normal. Mhm. Man trifft ja jeden Tag Entscheidungen. Du triffst jeden Tag zum Beispiel die Entscheidung, dieses Buch nicht zu kaufen. Oder was du morgens anziehst. Oder was du morgen anziehst. Wenn du, die Zähne putzt oder nicht. Genau, oder duschen. Ich hatte dazu ein kurzes beliebtes Video auf Facebook veröffentlicht. Ja? Also, wenn du halt im Endeffekt, was du anhast, bestimmt ja auch, wie andere Menschen dich wahrnehmen.
Also wenn du rumläufst wie ein Penner, ja, es kann sein, dass dich andere Leute nicht wahrnehmen oder negativ wahrnehmen und nichts von dir kaufen. Ja. Du hast quasi mit deinem Outfit schon dein Leben besiegelt. Du hast die falsche Entscheidung getroffen. Und deine Realität ist, niemand möchte von dir hochpreisige Produkte erwerben. Und die erweiterte Realität ist, niemand kauft von dir hochpreisige Produkte, solange du ausschaust wie ein Penner. Es gibt ja eine Bedingung dahinter. Ja. So. Wollen die Kunden darauf achten? Ja. Wichtiger Punkt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, hier, wie ist die Realität von jemandem, der sich selber kleinredet. Da ist auch viel negativer Self-Talk mit dabei. Also viele negative Selbstgespräche, die man in seinem Kopf hört. Hier, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das darf man nicht machen. Ja. Was denken andere Leute darüber? Ich bin auf Events gewesen, da habe ich einfach Leute angesprochen mit, ey, warum bist du noch nicht mein Kunde? Ja, darf man das? Darf man das? Wer bist kannst du überhaupt? Das, kannst du das überhaupt so machen einfach? Kennt er mich überhaupt? Was? Weißt du, was ich verkaufe? Die kannten mich nicht, die wussten nicht, wer ich bin. Ich gehe hin und sage, warum bist du noch nicht mein Kunde? Dann sagen die, wer bist du denn überhaupt? Dann sage ich, wie, du kennst mich nicht. Ich bin Markus Baulig. Verstehe nicht. Ich bin Markus Baulig. YouTube-Kanal. YouTube. Podcast. Werbung. Alles. Nie gesehen oder was? Was machst du denn? Nee, was machst du denn? Erstmal hier qualifizieren. Ich habe nicht mal die Frage beantwortet. Was machst du? Was machst du denn? Darf man die Fragen nicht beantworten, die einem gestellt werden? Darf man das? Das ist doch schlechtes Benehmen. Meine Mutter hat mir beigebracht, ich muss immer höflich sein. Kommt immer auf die Frage an. Ja, stimmt. Ja. Dann sagt er, ich bin Coach. Dann sage ich, du bist mein idealer Kunde. Ich zeige Coaches, wie sie 5- oder 6-stellige Monatsumsätze machen. Geht das? Machst du schon 5- oder 6-stellige Monatsumsätze? Geht das? Machst du dich schon? Ja, nein. Ja, dann lass uns das doch machen. Ja. Wie viel Geld kannst du jetzt nicht investieren? Das ist auch das Thema. Wie viel Geld kannst du jetzt nicht investieren? Ja, weißt du, also wenn ich jetzt mehr Umsatz mache, muss ich auch mehr Steuern bezahlen. Das ist doch voll schlecht. Das ist auch so eine Ausrede. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht mehr Umsatz machen. Wenn ich mehr Umsatz mache, muss ich mehr Steuern bezahlen. Und wenn ich mehr Steuern bezahle, kriegt Deutschland mehr Geld von mir. Das will ich ja nicht. Also mache ich nicht mehr Umsatz. Oder wenn ich mehr Umsatz mache, verdiene ich mehr Geld, dann bin ich reich und meine Eltern hassen reiche Menschen. Also werde ich einfach nicht reich, damit meine Eltern mich nicht hassen. Ja, oder ich fahre das kleine Auto, weil das große Auto, da würden ja Kunden abspringen. Weil was denken meine Kunden, wenn ich ein großes Auto fahre? Der hat das von meinem Geld bezahlt, dieser Schuft. Ja, real. Realität von Menschen. Ich habe mich neulich auch beim Gedanken gewischt. Was denken denn die Nachbarn, wenn... So scheißegal. Wenn was? Wenn egal was. Was hast du überlegt zu machen? Wolltest du dir einen Teich anlegen mit Koi-Fischen? Ich wollte mir ein Sportwagen-Cabrio holen und habe mich dabei aktiv bei dem Gedanken erwischt. Ein Sportwagen-Cabrio? Was würden meine Nachbarn denken? Und ich habe mir sofort innerlich eine Ohrfeige verpasst. Weil mich das denkst du manchmal, es ist in mir reinprogrammiert gewesen, was denken andere Leute von mir? Was passiert es manchmal, dass du an irgendeinen Gedanken hast und dann denkst, was würde Andreas und Markus jetzt sagen? Nein, ich führe Selbstgespräche mit mir, meine alten Persönlichkeiten gegen meine neue. Also, so ein Kampf wie bei Harry Potter, wo Voldemort und Harry Potter so den Zauberstab aneinander halten. Genau. Aber es ist auch ein guter Punkt. Ja? Stell dir vor, du kennst ja Markus, Andreas von YouTube-Videos, aus dem Podcast, vielleicht hast du schon mal ihre Werbung gesehen. Und jedes Mal, wenn du einen Gedanken hast, dann frag dich doch, was würde Markus dazu sagen? Was würde Andreas dazu sagen? Ich habe auch oft Leute, die schreiben mir, hey, ich habe eine Frage, ich glaube, ich weiß auch schon, was du antworten würdest. Das ist die Frage, dann sage ich, mach. Einfach und hör auf, nachzudenken. Und dann sagt er, ja, ich dachte mir schon, dass das die Antwort ist. Dann, weißt du, warum das so ist? Manche Menschen brauchen die Erlaubnis. Ja, klar. So, die brauchen die Erlaubnis, von dir das zu tun. Ja. Weil Markus hat gesagt. So, also, was hindert dich daran, dir die Erlaubnis selbst zu geben? Ich darf, keine Ahnung, viel Geld haben. Ich hätte mir die Erlaubnis auch selber geben müssen immer. Ja. Wie hast du das festgestellt, dass du dir die Erlaubnis dir gefehlt hat? Hast du dich sabotiert? Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, einfach gemacht. Ich habe jetzt nicht viel hinterfragt. Ich bin ja selber auch im Prinzip duales Studieren gewesen, arbeiten gewesen. Ich bin jetzt nicht so fest einprogrammiert gewesen von meinen Glaubenssätzen wie andere, vermute ich, weil ich anfange
Oder anfangen, das auch so mit 18 Punkt, ne? Jahren angefangen, unternehmerische Sachen zu machen. Das ist so ein Punkt. Habt einfach gemacht. Je länger man erfolglos ist, je länger man diese Glaubenssätze auch pflegt, desto schwerer ist es, sie zu ändern. Stimmt das? Nee, aber es ist halt festgefahren, ne, in dem Sinne. Es macht nicht unbedingt schwerer, sie zu ändern, aber es ist halt eine Erklärung, warum man eventuell einfach erfolgloser ist, eine gewisse Zeit lang. Ich habe immer Menschen... Du hast 15 Jahre lang gearbeitet und dir reingeredet, dass 100.000 Euro schwer sind. 12, ist viel schwieriger 13. für dich, wenn du dann 100.000 Euro in 10 Tagen machst. Hast du ja damals gemacht, als du angefangen hast bei uns im Coaching. Hast du ja angefangen, 10 Tage später 100.000. Keine Glaubenssätze, ich habe gedacht, mit Coaching geht das. Ja. Ja. Wenn du dann 100.000 Euro machst, dann ist das Problem jetzt, wenn du 15 Jahre lang vorher gestruggelt hast, um das Geld zu verdienen, ist es dann viel mehr damit klarzukommen, dass du es gerade so einfach verdient hast. Das war mein Problem. Ich erzähle das immer bei meinen Beratungen. Man glaubt es gar nicht. Ich frage immer die Leute so, was glaubst du, wie habe ich mich gefühlt, dass ich so in einem Monat über 100.000 gemacht habe, Umsatz. Die Leute sagen, ja geil hast du dich gefühlt, es war ja mega super, toll und so weiter. Ich so, ja, aber es hat mir auch Angst gemacht. Ja. Ich hatte Angst. Das war eine neue Situation für mich. Ich war außerhalb von jeglichen Rahmen, Standards, Komfortzonen, die ich bisher hatte. Also, das ist dann deine Realität gewesen. Das ist dann schwierig zu verstehen. Aber jetzt ist meine Realität, ich fühle mich unwohl, wenn ich keine 100.000 im Monat Umsatz habe. Das erreichen wir so nach 10 bis 15 Tagen im Monat, dann bin ich wieder entspannt. So. Ja. Aber meine Realität ist heute, weniger als 100.000 Umsatz im Monat, da fühle ich mich unwohl. Genau. Und du musst immer überlegen, was ist deine eigene Realität für dich gerade in diesem Moment? Und was du jetzt verstehen musst, ist, dass in deiner Realität alles super schlimm ist. Ja, du hast vielleicht ein Problem, was unfassbar, unlösbar für dich erscheint. Ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das gelöst werden kann. Aber da gibt es andere Menschen, zum Beispiel die Bauligs. Der Baulig. Der Baulig? Der Baulig! Der Baulig, der diese Situation, dieses Problem, was du gerade hast, schon gelöst hat, vor 4 Jahren vielleicht, und es dann noch tausende Male gelöst hat mit Kunden, die gerade dasselbe Problem haben. Weil es gibt immer ähnliche Probleme, um von 0 auf 5-stellige Monatsumsätze zu kommen. Es sind immer dieselben Probleme, um von 20.000, 30.000 Euro auf 60.000, 70.000 zu kommen oder von 60.000, 70.000 auf 140.000 oder von 100.000 auf 250.000 oder von 250.000 auf 500.000 oder von 500.000 auf 1 Million. Es sind immer dieselben Probleme, immer dieselben Switches, die notwendig sind, aber in deiner eigenen Realität scheint es komplett unlösbar. Ja, das da musst du diesen Gedanken musst du lösen, dass die Probleme nicht lösbar sind. Die sind lösbar, sind nur nicht lösbar für dich, gerade in der so wie du gerade bist. Ich spreche auch ganz viel mit Unternehmern. Meine Zielgruppe sind ja Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister, Versicherungsmakler, Vermögensberater. Und wir sprechen ja ganz viel über Ziele. Ja? Und im Vertrieb geht es ja ganz häufig einfach darum, dass man anfängt groß zu denken und dass man anfängt einfach eine neue Realität sich durchzudenken. Was wäre, wenn ich jetzt das Doppelte verdienen würde und so weiter. Die meisten Menschen trauen sich nicht mal darüber nachzudenken. So, was ist denn dein Ziel? Ja, also ich kann mir gut vorstellen, durch das Coaching von 100.000 Euro im Jahr auf 120.000 Euro im Jahr zu kommen. Also ihre Realität ist, sie kennen schon etwas und glauben so 10-20% mehr, das wäre schon geil. Die Wahrheit ist aber, es geht auch locker das 10- oder 20-fache, aber das können sie sich gar nicht vorstellen. Ja. Also streben die gar nicht danach, in der Realität existiert das gar nicht. Man traut sich gar nicht, sich das Ziel zu setzen teilweise. Hast du das auch gehabt? Ja. Hast du schon mal zu jemandem gesagt, was sind deine Ziele? Und hast du dann gesagt, ich will Millionär werden? Ja. Aber ich habe es nicht geglaubt. Ja. Also, ich hab mir gedacht, ja, also Moment, was hast du nicht geglaubt? Vielleicht ist das der Unterschied zwischen mir und normalen Menschen, um zu wissen, was wir unter normalen Menschen meinen, muss man sich den Podcast anhören demnächst. Aber der Unterschied zwischen mir und was du unter normalen Menschen sagst, weil ich benutze das Wort nicht so. Stimmt, du bist ja auch eine Maschine, haben wir festgestellt. Ja. Du bist ein normaler Mensch. Ich finde, wir sind alle Menschen Staffel gleich. 5. Alle Menschen gleich. Jeder hat das Potenzial, das zu machen. Jeder hat das Potenzial, richtig. Genau, nicht missverstehen. Normaler Mensch bedeutet nicht, dass du nicht imstande bist, das zu tun, was Markus nicht tun. Normaler Mensch bedeutet, du führst ein in der Gesellschaft anerkanntes Leben als normaler Angestellter. Das, was ich mache, ist nicht anerkannt in der Gesellschaft. Also Beispiel. Das, was wir machen, ist nicht anerkannt. Das ist auch nicht mit Gratulation und Feiern zu tun. Unternehmer. Der Arbeit, hier hinzukommen, hat auch viel mit
Neid zu tun. Ja. Einfach Überwindung von sich selbst größtenteils im Endeffekt, ne? Auch viel mit negativen, also ich krieg, Andreas und ich kriegen unfassbar viele negative Kommentare auch. Ja. Krieg ich auch. Auch meine Werbung. Ja, so irgendwelche Leute, die selbst nichts im Leben verbracht haben, die haten dann online rum und so weiter. Ne? Ja. Und das muss man mental verarbeiten können, ja, dass das einfach vollkommene Loser sind. Zum Beispiel jetzt unter dieses YouTube-Video irgendwas Negatives schreiben. Ja, so. Ja, das muss man verstehen. Aber worauf ich hinaus wollte im Endeffekt, ne? Jeder hat das, in sich drin hat jeder die Möglichkeit, das einfache System, was zum Beispiel in diesem Buch drinsteht, nachzuvollziehen, das zu machen und erfolgreicher zu sein, als er jetzt ist. Aber spannend ist auch Folgendes. Ich habe schon immer daran geglaubt, dass ich früher oder später einfach den Durchbruch schaffe und Millionen mache. Das habe ich immer gewusst. Ja. So, ich hatte die Gewissheit in mir. So, aber ich wusste nicht wie. Also, keine Ahnung. Das Schlimmste für mich war immer, wenn ich mich so zurückerinnere, das Schlimmste wäre für mich früher gewesen, wenn ich irgendwie mit 60, 70, 80 aufgewacht wäre eines Morgens und ich hätte festgestellt, ich habe mein ganzes Leben lang habe ich daran geglaubt, aber es ist nicht passiert. So, also ich habe es nicht geschafft. Ja. Es gibt natürlich Beispiele für Menschen im hohen Alter, die im hohen Alter zu Vermögen oder Wohlstand oder unternehmerischem Erfolg geschafft haben, wie zum Beispiel unser Colonel von KFC. Ja. Ja. Also, es gibt auch viele andere Beispiele. Aber grundsätzlich war meine größte Angst, dass ich eines Tages aufwache, mein Leben ist vorbei. Ich weiß, morgen oder heute sterbe ich und ich blicke auf mein Leben zurück und ich habe nicht das geschafft, was ich mir irgendwie vorgenommen habe, woran ich geglaubt habe. Das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Und ich habe aber immer fest daran geglaubt, dass früher oder später der Durchbruch kommt und deswegen habe ich auch nicht aufgegeben. Die Jahre, wo ich erfolglos war, die 12, 13 Jahre, wo ich keinen Erfolg hatte, habe ich nicht aufgegeben, weil ich den Glauben, den tiefen Glauben in mir hatte, früher oder später es zu schaffen, egal wie unterm Strich. Für mich stand fest, ich mache das legal, also nicht irgendwie Drogenhandel, Prostitution oder sonstiges. Ja. Also ich wollte das sauber schaffen. Ich habe ja vorher gesagt, Glaubenssätze. Ich hatte den Glaubenssatz und ich habe immer noch den Glaubenssatz und das stimmt auch, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Ich möchte ja niemanden betrügen. Ich möchte alles, was ich mache, hundertprozentig ehrlich machen. Und das tue ich auch. Und deswegen wollte ich das einfach auf dem normalen, sag ich mal, legalen Weg schaffen. Normale Menschen ist, oder normal ist wieder so ein Wort. Aber ich wollte das einfach in diesem Leben schaffen. Und hast du es geschafft? Bist du, hast du das Gefühl, du hast schon das geschafft, was du schaffen wolltest? Das Mindestmaß, ja. Weil ich habe jetzt diese Gewissheit, ich weiß ganz genau, wie das System funktioniert, wie man sechsstellige Monatsumsätze hat. Und ich habe die Gewissheit, auch wenn ich dieses Business gegen die Wand fahren würde, durch irgendeinen dummen Zufall oder ich werde krank und kann irgendwie mein Business nicht mehr ausüben oder was auch immer, Mitarbeiter würden alle kündigen und ich bin wieder alleine. Ich wüsste immer, wie ich auf dieses Level wieder zurückkommen würde. So. Mhm. Wir haben ja festgestellt, ich habe auch hier YouTube-Content, dass die meisten Unternehmen in Deutschland ja nicht schaffen, auf Millionenumsätze zu kommen. Ja? Dass 6 von 7 Unternehmen es nicht schaffen, 1 Million Euro und mehr Umsatz im Jahr zu machen. Und ich habe die pure Gewissheit, durch das, was ich zum Beispiel hier und da bei Bauli gelernt habe, dass ich es immer wieder schaffen werde, egal mit welchem Business, 7-stellige Umsätze zu machen. Das ist eine Gewissheit, eine Sicherheit, die ich habe, die nimmt mir niemand mehr weg. Auch vollkommen egal, in welchem Land dieser Welt, auch vollkommen egal, ob es, ja, es Social Media ist, gibt es oder ist, nicht. Ich sage, das Vergleich ist immer wie so eine Sprache. Ja. Die man lernt. Ja. So. Kann einrosten, wenn man sie lange nicht spricht. Klar. Aber man verlernt sie dann doch nicht komplett. Ja, wenn man es einmal geschafft hat. Einmal geschafft hat, sie wirklich. Ja. Schaut man es mal wieder. Manche Leute, vielleicht Unterschied. Manche Leute schaffen es durch einen Zufall. Also manche Leute knacken das System durch einen Zufall, durch irgendeine vielleicht temporäre Verwerfung in der Matrix. Ist wirklich eine Sprache. Weil man fängt ja auch an. Wenn man eine fremde Sprache lernt und man ist in dem Land, man fängt auch an, in dieser Sprache zu denken. Ja. Heißt, ich denke, so in jeder Situation, die mir passiert, was kann ich daraus fürs Business sozusagen mitnehmen? Das schwirrt einfach so wie unterbewusst heute mit. Durch die. Ja. Ja. Wie zum Beispiel dieses Video entstanden ist, was übrigens mega geiler Content ist, meiner Meinung nach, also mega geile Inhalte, die wir hier besprochen haben. Es ist auch so komplett andere. Es ist ja. Es ist jetzt gar kein Zusammenhang. Also normaler, jemand, der jetzt noch anfangen würde mit YouTube,
zum Beispiel, oder Content-Produktion oder so, keine Ahnung. Der kommt aus Russland. Der würde diesen Bezug gar nicht herstellen, den ich jetzt eben hergestellt habe, oder? Nein. Niemals. Das ist eigentlich komplett irre. Ja. Aber trotzdem passt es perfekt. Ja. Trotzdem passt es perfekt. Aber es gibt trotzdem Menschen, die durch Zufall erfolgreich werden, durch eine Verwerfung in der Matrix, die durch Zufall die Sprache sprechen. Aber die würden es ist ja auch Zufall. Es ist ja auch Zufall, dass Adresse nicht erfolgreich geworden sind. Glaube ich nicht. Ich glaube, bei euch ist es ähnlich wie bei mir. Ihr hattet den unbedingten Willen und die Verbissenheit, die Systeme zu knacken, die dazu führen. Wir sind zur richtigen Zeit in den richtigen Markt und haben das richtige Angebot gemacht. Weil früher, als wir reingekommen sind 2016, gab es keine Programme, die diese Ergebnisse erzielt haben, die wir mit unseren Kunden erzielen. Auch heute gibt es keine Programme, die so wie unser Programm funktionieren im Coaching, Consulting. Deswegen ist es zum einen, ist es gleichzeitig Glück und oder Zufall, aber auch gleichzeitig nicht, weil der Wille war da. Ja? Der Wille war da. Wenn wir nicht keinen Willen hätten, weiter zu wachsen, größer zu werden, dann können wir heute einfach Schluss der machen. Der Wille, nie als Versicherungsmakler. Bei mir haben die herkömmlichen Kundengewinnungsstrategien nicht funktioniert. Und ich hatte aber den Willen und ich wollte dieses Zahlenschloss knacken. Ich wollte genau wissen, wie Neukundengewinnung über Social Media funktioniert. Ich habe alles reingesetzt, alles auf diese Karte gesetzt, dass es funktioniert. Ich wusste aber auch nicht, ob das klappt. Wenn ich jetzt Finanzdienstleister bin, wie kann ich dich finden? Ja, geh bitte auf www.wladimirsimonov.de und registriere dich für ein kostenloses Erstgespräch. Da prüfen wir, ob du geeignet bist und ob und wie wir dir helfen können. Und dann helfen wir dir einfach. Und bringen auch dich auf Staffel 2 oder 3 mit Millionen Umsätzen. Oder auch, wenn du sagst, du hast kleinere Ziele, kannst du dir das gar nicht vorstellen, auf sechsstellige Umsätze im Jahr, ist auch vollkommen valid. Wenn du irgendwas von dem, was wir eben gesagt haben, selber schon mal gedacht hast, gesagt hast, oh, Leute, die viel Geld verdienen, das kann nicht legal zugehen. Oh, es ist so schwer, 100.000 Euro Jahresumsatz zu machen. Oh, ich muss meinen Abtrag an Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Wenn das irgendwie in irgendeiner Weise dir bekannt vorkommt oder oh, mein Mitarbeiter, ist so schwer, Mitarbeiter zu finden, gute Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wenn dir davon das bekannt vorkommt, du bist Finanzdienstleister, geh zu Wladimir Simonov, wir blenden hier nochmal die Domain ein, können wir wärmstens empfehlen, ist unser offizieller Partner für dieses Thema als Finanzdienstleister. Wenn du Coach, Berater, Trainer, Dienstleister bist, sonst irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Geschäft führst, dann geh auf www.andreasbaulig.de, wir haben verschiedene Angebote. Wir helfen dir, egal an welchem Punkt du gerade stehst, ob du gerade anfängst, 3.000, 4.000 Euro Umsätze im Monat und gerne fünfstelligen Monatsumsatz machen möchtest oder ob du fünfstelligen Monatsumsatz machst und möchtest gerne sechsstelligen Monatsumsatz machen. Ja? Wir können dir in jeder Situation weiterhelfen. Nicht nur das, wir haben es auch bewiesen, wir haben Tausende erfolgreiche Kunden. Ja, wenn du einen Coach kennst, frag den Coach, ob er uns kennt, er wird uns kennen. Und deswegen geh auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke, Wladimir, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ein geiler Typ. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wir coachen Personal Trainer, also wir helfen, wie die eben Kunden bekommen. Also ursprünglich kommen wir aus dem Online-Akademie-Lizenzbereich. Also ursprünglich bieten wir Fitnesstrainern grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Grundlagenausbildung zu machen. Und wir dachten dann, dass wir eben auch nicht nur die Grundlagen anbieten möchten, sondern eben auch Menschen, die das Ganze dann zum Beruf machen wollen, wirklich den Einstieg ins Berufsleben, in die Selbstständigkeit, dabei sie unterstützen und sie dabei erfolgreich machen. Das setzen wir aktuell noch in einem klassischen 1:1 Coaching um. Ja, also wir haben sehr, sehr erfahrene Coaches, die aus dem Personal Trainer Business kommen, lange Jahre dort Erfahrung gemacht haben und eben mit ihrem Wissen, mit ihren Erfahrungen das ganze Coaching aufgebaut haben. Und wir helfen den Menschen wirklich, dass sie die, ich sag mal, Fehler und Stolpersteine, die man so auf dem Weg als Personal Trainer eben machen und nehmen muss oder eben nicht muss, dass sie die vermeiden können und sozusagen einen kleinen Shortcut haben gerade, um eben vernünftig zu starten in das Business. Mega, mega gut. Du merkst einfach, die sind sehr ehrlich, die Coaches. Und wir haben sehr viele Arschtritte bekommen quasi. Und ich merke einfach das Feuer. Du hast richtig Bock, einfach Gas zu geben. Ja, also bei uns kann man immer so ein bisschen halt unterscheiden zwischen den normalen Produkten und den klassischen Coaching-Produkten. Bisher bei den Coaching-Produkten war das Maximum 18.000 Euro im Monat. Und wir haben aber mit den normalen Lizenzprodukten, dadurch, dass wir jetzt viele Sachen auch so umgesetzt haben, wie zum Beispiel Fokus zu stärken und gewisse Dinge einzuhalten, sind wir mit den normalen Produkten, die es schon länger bei uns gibt, jetzt auf 63.000 Euro diesen Monat gekommen. Also Sie sind sehr direkt. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie sehr direkt sind und wirklich auf die Umsetzung gehen. Und beim Bauchtisch ist wirklich so, die treten dir wirklich in den Arsch quasi. Und du kommst einfach zu Ergebnissen.
Also ich denke vor allem so die Einstellung und die Herangehensweise an die Sachen. Also was das Thema Fokus betrifft, ist natürlich sehr, sehr viel daran umgesetzt worden. Ja, also dass man sich wirklich auf das Thema fokussiert, aber vor allem auch die Einstellung dazu, dass die Menschen das Geld haben und wenn sie wirklich das Thema angehen wollen und das Problem lösen wollen, dann sind sie auch bereit, es zu machen. Und es gibt für immer oder es gibt für jeden Fall immer eine entsprechende Lösung und die entsprechende Einwandbehandlung für jeden Einwand. Und ja, wie vorhin auch hier am CC, der gesagt wurde, man muss einfach aufhören, sich irgendwelche Ausreden zu suchen, sondern einfach mehr machen. Und dann wird das eben entsprechend auch erfolgreich werden.